Oh. Ich krieg nein, bleib hier. Ich krieg sogar instant das Power-Up. Und nicht, also das gute Power-Up und nicht erst einen Pilz. Das ist ja praktisch. Hör mal auf damit. Ich bin draußen bequem, kann man mit Stream Sonne genießen, aber trotzdem gleichzeitig Bildschirm schauen. Solange du die Sonne nicht auf dem Bildschirm hast oder dann legitim nichts sehen kannst, ist alles gut, ne? Ich spreche da aus Erfahrung. So gerade damals, als ich noch Let's Plays gemacht habe und dann ich immer morgens halt am Wochenende aufgenommen habe, bevor Svenja aufgewacht ist, war das dann auch immer schön, wenn die Sonne dann einfach perfekt auf meinen Monitor geleuchtet hat. Und ich mir auch dachte, boah, geil, ich kann ja richtig viel sehen. Oh yeah, Mario Time. Vor allem bei so dunkleren Spielen. Also habe ich irgendwann angefangen, so eine Tischdecke an die Fenster zu kleben. Weil wir natürlich keine großen Vorhänge hatten, also keine dunklen Vorhänge, sondern nur diese normalen Gardinen-Dinger. War schon witzig. Hatten wir auch nicht. Es war nur eine Mietswohnung. Die hatte keine einzigen Rollläden. Ich glaube, diese Münze da würde ich gerne mitnehmen. Also keine Rollläden oder sonst irgendwas. Also wir mussten halt selber zum einen fürs Schlafzimmer selbst Rollläden halt zum Kaufen halt einfach, zum selber anbringen. Zum Kaufen, ja, aber es gibt auch so andere zum Klauen. Selber anbringen. Das wird wenigstens im Schlafzimmer Rollläden, aber ansonsten in keinem anderen Zimmer. Platsch. Und da war natürlich unser... Ah, ich sehe schon. Das Arbeitszimmer, es war halt auch nur im Sommer und auch nur morgens. Ich da am besten. Ja, perfekt. Aber dann war das natürlich immer sehr blöd. Du bist da ein bisschen kacke. Kann ich das einfach jetzt gedrückt halten? Nee, gedrückt halten geht nicht. So, perfekt. Was ist da? Ist da oben links eventuell noch was? Schon wieder so blöd hingestellt, dass ich nichts mitmachen kann. Oh ja, ein Leben. Und ja, wie gesagt, dann habe ich einfach halt so ein Eulentuch, also so ein Tischdecke mit Eulen drauf genommen. Hab das dann an die Gardinenstangen festgemacht mit so Wäscheklammern. Und dann hatte ich so quasi meinen provisorischen Sonnenschutz. Hat funktioniert. War zwar immer noch ein bisschen hell, aber besser als ohne. Zack und gleich nach oben. Okay. Was hat mir das jetzt irgendwie gebracht? Oh, jetzt hab ich ihn zerquetscht. Also gut, jetzt komme ich da hoch. Nice. Rechts sieht er schon so ein bisschen sekretig aus. Die Frage ist nur, wie ich da hinkomme. Hm.
hier irgendwie? Moment. Geheime Blöcke oder so? Nee. Das ist ein Ausgang. Und weiter unten ist der Eingang dazu. Hier unten nochmal schauen. Aha! Ja, toll. Yay! Bestes Ergebnis. Imagine, VR Mario, wo man selber rennen und springen muss. Richtiger Sport. Aber ich glaube, bei VR-Spielen... Ich habe noch nie eins ausprobiert. Würde ich schon gerne mal. Aber ich glaube, es wäre mir einfach zu teuer, die mir anzuschaffen. Ist hier irgendwas? Oh ja. Schon wieder was Secret gefunden. Aha. Ah ja, ich sehe, was ich tun soll. Oh, das reicht ja eigentlich schon. Was ich gemacht habe. Muss nur noch warten, bis die weggehen. Der eine darf einfach nicht gehen. Okay. Ja, das war sehr gut, was ich gemacht habe. Motion Sickness ist ein riesiges Problem. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit Motion Sickness gehabt. Aber ich will es jetzt mal nicht ausschließen, dass mir das da auch passieren könnte. Oh. Ja, Moment. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen. Muss ich da hochschießen lassen? Ja. Ist hier irgendwo noch ein versteckter Block? Ja. Komme ich da irgendwie dran? Das ist die andere Frage. Komm mal mit. Sehr schön. So. Bum, bum! Same, bis ich VR probiert habe. Am besten so das VR, was man also aus Videospielen kennt, wo man quasi wirklich komplett eintaucht. Siehe Shangri-La Frontier, Sword Art Online. So in der Richtung. Was kannst du jetzt Neues? Kannst du jetzt springen? Ja, geil, du kannst springen. Wow. Braucht es extra Kamex Magie, um springen zu lernen? Nun. Am Ende kannst du dich nicht mehr ausloggen. Map, map, map. Okay. Meine Güte. Was passiert jetzt schon wieder? Kame kommt zurück. Ein verzauberter Schloss. Erstmal Luft verschmutzen. Wegen Kamek geht der Klimawandel voran. Blame Kamek for everything. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen und danach geht's hier weiter. Von daher, bis gleich. Sind wir bis jetzt ja schon mal gut durchgekommen? Dann, keine Ahnung, gehen wir Goombas verprügeln oder gehen wir hier den Dude verprügeln. I can eat your fire! Was machst du jetzt? Ha! Kannst du mir gar nichts. Na cool, ein Stern. Yay. Mal keine Krone. Was macht jetzt der Goomba? Es
Kämpfe ich jetzt einfach gegen, keine Ahnung, drei Goombas oder so? Sechs Goombas, okay. Okay. I mean. Die waren da. Das war knapp. Schon, das war echt haarscharf. Wie komme ich jetzt an dich dran? Ah, genau so. Dann snacken wir uns noch ein paar Leben. Vielen Dank. Und auch vielen Dank schon mal an den Chat. Wobei, heutzutage heißt es ja, man soll ja nicht Gesundheit sagen, sondern der genießt hat, soll sich entschuldigen. Aber, ja. Whatever. Perfekt immer an allem vorbei. Habe ich gerade meine ganzen Leben einfach wieder verspielt? Oh, da kommt ja noch mehr. Kriege ich überhaupt ein Leben? Nein. Wie schade. Ach, die Regeln ändern sich eh alle 10 Jahre. Ich bin zu alt für Anpassung. Ich habe aber ein Leben durch die ganzen Münzen bekommen, also passt's. So, let's go. Ist ja immer mal was Besseres drin als irgendwie ein Pill. Was ist das denn jetzt? Baby-Yoshis haben Appetit auf Item-Tafeln. Wenn ich pfeife, bringst du bitte von jeder Farbe ein Baby-Yoshi hier rüber. Mit der richtigen Kombination von Tafeln kannst du bis zu 2 Items gewinnen. Aber bring mir bloß keinen Burp. Okay. Mit den hier? Bam. Dann nimm mal den hier. Und nimm mal den hier. Mal gucken, was ich gewonnen habe. Cool, 2 Pilze. So langsam wird der Platz eng. Mal gucken, was dann passiert. So, wir haben dann hier Spikes Sandkasten. Ja, da hat sich jemand gemeldet. Zum Essen. Ich meine, diese Leute sich selber zum Essen einladen. Hattet ihr früher auch so Freunde, die sich gerne einfach so selbst bei euch eingeladen haben? Auch mal witzig, sowas. Aber ja, ich war eh gerade in der Gegend. Wie geht's? Wie steht's? Moment. Das da unten ist doch irgendwie verdächtig, oder? Ja, fast. Ja, zum Glück nicht. Ja, und was hat mir das gebracht? Hier ist nichts. Betrug. Da geht's auch noch raus. Moment. Ja, fast. Da rein. Oh, du viel to assume, ich hatte Freunde. I'm sorry. Da geht's alle und so weiter. Oh, die kann er nicht essen. Okay. Komm du zurück.
Oh, aber die kann er essen. Oh, nice. Den nehmen wir doch mal mit. Wo ist jetzt... Also ich gehe erstmal weiter, aber ich vermute mal, ich habe die zweite Münze irgendwo hier hinten schon versehen. Und hier kommt gleich irgendwie die dritte oder so. Hm. Na, guck mal, da. Das kommt von der anderen Seite hin. Wieder aus der Röhre rauskommen. Noch was versteckt ist. Aha, hätte ich doch von rechts reingehen können. Hätte man sogar sehen können, dass dahinter was versteckt ist. Oh no. Oh no. Ich muss mein Baby Yoshi zurücklassen. Alles nur wegen des Mini-Pilzes. Oh, never mind, der Yoshi kommt mit. Dann holen wir uns den gleich natürlich. Mal gucken, ob er immer noch da hinten irgendwo ist. Ja, unser Boy ist noch da. Aber es war die letzte Münze, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen gleich nochmal rein. Das erste Mal, dass wir sie nicht auf Anhieb alles geholt haben. Auch wenn ich jetzt nicht gesehen habe, wo ich dann... Also ich habe schon eine Vermutung, wo ich was verpasst habe. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da dran komme. Der Chipmunk Mario. Schon, ne? It's a go time! Hol ich mal so weg. So. War Nummer 1. Erst ab jetzt mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, Hilfe. Dann nehmen wir den einmal kurz mal weg. Ist der unten ist halt einfach mega verdächtig. Kann ich da reinducken? Nee. Ich hätte eine andere Idee. Moment. Dich irgendwo safe hinlegen, dass du nicht kaputt gehst. So, bleib mal kurz da. Ja, verdammt. Was ist, wenn da einfach so ein Block ist? Nein, ist es nicht. Da einfach rein war ja auch nicht, ne? Das. Da unten hat man ja schon. So, irgendwo davor. Irgendwie muss ich halt aus dieser Röhre da oben wieder rauskommen. Ist hier irgendwo noch eine versteckte Ranke? Hier oder so? Ich muss einfach hier hoch. Aber auch irgendwie nichts.
I take a hint of the chat. Falls der Chat überhaupt einen hat. Ich glaube, hier wird vielleicht eine versteckte Röhre oder sowas sehe. Einfach nur eine versteckte Ranke oder so. Ist hier auch eine versteckte Ranke? Aha! Geht das auch so mit dem Baby Yoshi? Fast. Ja, perfekt. Gesundheit übrigens. Es sind immer die versteckten Ranken. Hilfe. Dann nur noch auf ins Ziel. Wunderschön hingeworfen. Ja, sobald ich frage, finde ich es. Einfach von alleine. Wie viel Spiel hat der Marathon eigentlich noch? Eins, nämlich dieses. Dann sind wir mit der gesamten Super Mario Bros. Reihe durch. Ausgenommen Wonder. Aber wie gesagt, das kommt ja später dann erst irgendwann. So, Stein, Spike, Staccato. Ekelhaft, das Wort. Kannst du die essen? Ja. Oh, wait, den nehmen wir mal mit. Ja, wahrscheinlich auch einfach durchlaufen durch dieses Level. Gerade mit dem Baby Yoshi. Nur so ein bisschen gucken, ob ich irgendwo noch eine Münze finde. Okay. Ich habe doch gerade zum Glück hier einen Block ausgelassen. Genau für solch einen Fall. Welchen Marathon gibt es danach? Keine Ahnung. Schlag mir mal gerne mal was vor. Wo ihr sagt, das wäre auch wieder so ein... Das ist so eine Reihe, keine Ahnung, die habe ich noch nicht gespielt. Mach mal einen Marathon daraus. Metal Gear. Ja, das kann man so einfach machen. Tales of. Die Sache ist, so viele fehlende Tales of Spiele wären das noch nicht einmal. Man sagt nur die fehlenden Tales of Teile. Fantasia habe ich. Destiny gibt es nur auf Englisch. Eternia gibt es nur auf Englisch. Destiny 2 gibt es nur auf Japanisch. Symphonia habe ich. Rebirth gibt es nur auf Japanisch. Abyss habe ich. Innocence gibt es nur auf Japanisch und mit einem Englisch-Patch eventuell. Hesperia habe ich, Hearts habe ich, Graces habe ich, Xillia 1 und 2 habe ich, Zestiria habe ich, Berseria habe ich, Arise habe ich. Und Symphonia 2 habe ich auch noch, wenn ihr das noch mitzählen wollt. Also, alles Wichtige haben wir eigentlich. Sonic. Nee, die habe ich schon mal gespielt und die mag ich so ganz und gar nicht. Also Classic Sonic? Nee. Wenn, würde ich eher 3D Sonics spielen. Das könnte man am ehesten noch machen. Kingdom Hearts? Ich glaube, da würde man gar nicht mehr so viel von fehlen. Danganronpa geht nicht, weil ich das kenne.
kannst du nicht. Sowas wie so Story-Games wie Danganronpa nicht blind? Boah, schwierig. Moment. Oh, ein Leben. Oh nein. Kannst du die auch fressen? Ja. Cool. Ach, den kann er auch einfach so auffressen von der Seite. Ja, nice. Höchstens nach vielen Jahren nochmal, ja. Oh, wait. Kann man da rein? Nein. Hilfe. Gut, Kingdom Hearts, wie gesagt. Maximal noch 3, hätte ich jetzt gesagt. Weil dazu habe ich noch nichts gemacht. Alles andere habe ich entweder gemacht oder ist eigentlich irrelevant. Ja, fast. Weil sowas wie Recoded oder 358 Days Over 2. Wen interessieren diese Spiele? Kirby? Oh, wait a minute. Ich kenne ja jemand anderen, der aktuell Kirby macht. Also nicht aktuell, aber so prinzipiell. Wie hast du es geschafft, den nicht aufzuessen im Moment? Oh, der spawnt Pflanzen. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh, wait, Moment. Das ist meine Münze. Okay, dann auf ins Ziel. Was haben wir denn noch so? Die 3D-Marios? Ich glaube, da habe ich auch schon das meiste gemacht. Wobei? Ich habe auf jeden Fall 64. Ich habe Sunshine. Und ich habe Galaxy 2. Und Galaxy 1 und Odyssey hat Svenja zumindest gemacht. Also haben wir zusammen im Endeffekt alles Wichtige. Richtig alte Disney-Spiele. Gott, König der Löwen. König der Löwen für den Super Nintendo. Eins der schwersten Spiele der Welt gefühlt. Ich habe schon viel zu viel gespielt. Das stimmt leider.